Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar versuche ich mir hier mal so eine kleine Schneise reinzuschlagen. Ja. Ja, versuch den dann zu tackeln. Gleiche Stärkewert, ein Würfel. Wenn du drei hast, dann ja. Ich habe drei, ja. Drei haben eigentlich so ziemlich alle, außer meine Gutter Runner. Ein Push, das ist schon mal schön. Dann push ich ihn mal darüber und rutsch nach. Ja. Dann, wie machen wir da weiter? Gehe ich. Du hast mit deinem Black Orc hat Stärke 4. Das heißt, können wir zwei Würfel schmeißen und du darfst aussuchen. Jo. Was aber erstmal später erfolgt, weil ich erstmal mit dem den Orc da vorne versuche zu tackeln. Ich habe kein Ausweichen. Das ist schön. Dann kick ich dich mal nach hinten, ne? Ja. Bei eins von diesen beiden Feldern. Von den drei. Von den drei. Sehr schön. Dann setze ich dich mit dahin. Denen, ne? Genau, richtig. Ja, dann liegst du. Ich rutsche nach. Und dann versuche ich dir nochmal schön ins Gesicht zu treten. Dadum. 7. Ich habe 9. Satz mit X war wohl nix. Gut. Dann gehe ich mal hin. Wen bewege ich denn? Nehmen wir mal den Gutter Runner. Der hat dann schön mit Ausweichen. Und zwar 1, 2, 3. Für die drei Felder muss ich dann gleich würfeln. Jo. Bin ich hier bei 6, 7, 8, 9. Da versuche ich hinzugehen. Willst du denn hin? Alter. Ja. So, also 1, 2, 3, 4. Erst wenn du wieder in das nächste Feld reingehst. Ah, wenn du genau, verlässt. Rein kann ich ja nochmal, genau. 5. Geschafft. Ist geschafft. Plus 1, weil der Ausweichen hat, bin ich mit Geschicklichkeit 4. Passt. Ne, passt nicht mehr, ne? Dann reload. Also im Endeffekt Ausweichen war nur, wenn geblockt worden wird und das Symbol mit dem Rufzeichen dabei ist. Dafür ist nur Ausweichen gut, das gibt nicht plus 1 drauf. Richtig. Deswegen, ich nehme einen Team-Reroll, geht runter auf 3. Ja, gleiche Symbol und einmal auf die Schnauze. Zack, dann liegt er und das war's. So. Und ich gucke erst nochmal, ob ich durchkomme. Weil, hat dich ja geblockt. 8, was hat er? Der hat weniger als 8. Ah, schön. Nur eine 7. Und 9. 9 ja. Ist direkt schon mal. Super. Orks. So, Skaven haben ihren Zug durch. Das ging schnell. Ja. Dann darfst du den einen auch wieder in deine Position drücken, wo du hin möchtest. Ja. Dann kommen wir mal zu der Orks. Ich fange an mit Blocken. Ich block mit ihm ihn. Kriege ich noch plus 1 auf Stärke dabei, weil er in der Tackle-Zone ist und wird nicht geblockt. Habe ich deswegen 2 Würfel. Schieben, ja. Ganz einfach, ich nehme Schieben. Mhm. Weil ich habe keinen Bock auf was zu gehen. So, ist bewegt. Ich block mit ihm ihn. Mhm. Kriege plus 1 wieder drauf, weil er ist in der Tackle-Zone drin. Mhm. Na, Pow oder Pow? Ich mach Pow! Er rückt nach, dreht sich um. Rüst davon. Oder? Ja. Ich guck mal eben, das war ein Blitzer, die haben Rüstungswert 8. Ja, nicht Blitzer? Stimmt, ach, ein Lineman, ja, die haben nur 7. Ah, 4, schade. Tudum! Ja, tudum. Da passiert meinem Rätschen nix. Mit ihm block ich ihn. Mhm. Hab wieder 2. Er ist in der Tackle-Zone mit drin, kriegt plus 1 auf Stärke. Ja, schieben oder schieben? Schieben. Ja, Dennis, die Orks wollen richtig kloppen. Sag doch mal was. Warum nicht? I don't know. Schämen sollen die sich. Uff. Gerade hier beim Wegkloppen, da kriegen sie hin und jetzt nix. Mann. Nix. So, der Schwarzorg haut deinen Blitzer. Mhm. Stärke 4 zu Stärke 3, 2 Würfel. Ich nehme das Schieben, weil du hast nämlich blocken. Ich schiebe den dahin und rücke nach. Mhm. Ja, Schwarzorg, auf deinen Blitzer. Mhm. Ich nehme das. Ausweichen hast du nicht, ne? Nein. Dann gibt es einmal auf die Fresse, einmal hinterher. Ja. Der hat einen 8, ne, hast du gesagt? Ja.
7. Gott sei Dank. Und zwar Schermzeit. Mit ihm blocke ich ihm. Er ist in der Deckelzone drin. Mhm. Obwohl meiner ja liegt, gibt es keinen Bonus für mich. Genau. Und ich mache das Pow. Hm. Weiß nicht, hä? Die haben einen 7er. Snake Eyes. Das klappt auch nicht so, wie ich mir gerade vorstelle. Das ist nicht cool. Doch, finde ich jetzt nicht so dramatisch, nachdem mein Gatterrunner schon da liegt. Ja, das fand ich ganz gut. Was mir im Übrigen einfällt, mein Freund, du hast deinen Rundenzähler. Ja, ich weiß, hab ich mir auch gekriegt. Ja, ist ja gut. Ich nehme ja schon einen runter. Da krieg ich ja schon mal wieder einen dazu. Yay! Kriege ich nicht nur einen runter? Ja. Und du kriegst noch einen dazu? Ja. Ach, scheiße. Richtig. Deswegen, du hast nur noch 3, hast du ja schon richtig hingelegt und ich habe plus 1. Ich bin wieder bei 4. Wunderbar. Ausgezeichnet. Wenn ich jetzt... Na, bringt mir nichts, das bringt mir nichts, das bringt mir nichts. Wenn ich hier mit... Hallo. Ich habe auch noch Blitzen. Oh. Blitzen. Ne, erstmal blocke ich mit ihm ihn. Gleiche Stärke. Ein. Ich gehe mal von... Hast du ausweichen? Nein. Oh, schön. Mein Gesicht nach oben erstmal. Ich wollte gerade sagen, so schlimm ist er noch nicht. 7 Rüster. Nicht. Ja, 12. Sehr schön. Und... 7. Dann bleibt er liegen. Scheiße. Ich muss mir das Game wegkriegen. Da kannst du ja noch einmal blocken. Ich könnte hiermit noch. Ja. Ach, stimmt, da kriege ich sogar noch einen Bonus jetzt dabei. Super. Dann blocke ich mit ihm sofort ihm. Ja. Ich mach. Klatsch. Mann. Die armen kleinen Skaven. Nur weil die vergessen haben, Rasen zu mähen. Saved. Geschaved. Ich blitz mit ihm. Ihn? Der hat keine Stärke 4. Nee, Stärke 2. Oh, dann habe ich jetzt durch ihn sogar Stärke 4. Ja. 3. Leider. Ich nehme meinen Reroll. Der hat aber auch Ausweichen, ne? Der hat Ausweichen. Aber im Endeffekt keinen Block. Das heißt, du kannst. Ja, aber ich habe auch keinen Block. Er ist kein Blitzer. Ja, du könntest ja beide auf die Fresse gehen lassen, weil blitzen kannst du eh nicht mehr. Aber ich kann ihn noch bewegen und ich kann ihn noch bewegen. Das stimmt. Und aber wenn du. Ja. Ja. Alles gut. Ich drücke ihn einfach nur da rein und drück nach und schmeiß alles um. So. Mhm. Bewegung von der Blitzer von 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich versuche noch einen zu rennen. Ups, 2. Ja. Bleibt da. Knapp. Hat aber gepasst. Und er steht noch auf. Mhm. Macht aber auch sonst nichts. Und er geht ein Feld vor. Das war auch schon. Das ist richtig. Erfolgreich bis jetzt. Ich sag erfolgreich. Hat gut reingehauen. Leider. Leider. Nix leider. Muss so. Skaven. Kaputt. Tot. Voll. Ja. Aus. Dann zweite Runde der Skaven. Erste Halbzeit. Gut, dann wollen meine lieben kleinen Skaven aufstehen. Ja, der dreht sich erstmal wieder aufs Gesicht. Na, komm schon, mein Freund. Du und deine Freunde. Genau. Der das geheime Passwort für das Trinkspiel, was du letztes Mal sagtest. Das Wort wieder, mein Freund. Ja. Der war ja so, genau. Der steht auf, der kleine Kollege hier. So, und der kleine, nicht Freund sagen, sag mal Kollege. Und dieser Freund blitzt, steht auf und... Versucht ihn anzugehen. Ja. Da kommt dann der Team Reroll zum Einsatz. Ach, du hast 5, weil wir gerade gesehen haben, bei Ausweichen zählt auch aus der Tacklezone rausgehen. Genau. Hättest du nicht den Reroll für gebraucht. Richtig. Das ist doch schon mal schöner. Wow. Dann box ich ihn nochmal hierhin um. Jo. Lineman. Rutsche hinterher. 9. 9 haben die Orks. Jo, bis auf der Thrower haben alle 9. Alter Schwede. Ja, sehr schön. Das reicht dann schon mal nicht, aber gut, dann sind wir da schon mal weiter. Nicht wirklich. Ja, aber immerhin so ein bisschen, ne? Also. Ja, nein, vielleicht besser, eher nicht. Das ist gar nichts. Der Kollege hier vorne döppt gegen ihn. Ja, ein. Sehr schön.
dann kicke ich dich einmal hier so schön raus. Nein, du musst in ein offenes Feld legen, was geht. In ein offenes Feld? Das linke daneben noch, da könnt ihr noch hingehen. Ah, stimmt, nur bei Push, ne? Dann rutsche ich auch dann immer nur, wenn das Feld noch so, weil so hat man mir das letzte Mal erklärt, wenn das Feld noch, wie heißt das, eins von denen frei ist, musst du auf das Feld schieben. Es sei denn, das ist die direkte Linie, ne? Also wenn ich quasi hier gestanden von da, hätte, dann ging, hätte ich dich... Dann wollte ich gerade sagen, da wäre auch kein offenes Feld gewesen. Ach, natürlich nicht. Dann sind wir da schon mal mit weiter. Dann versucht mein... Ja, genau richtig. Ja, ist blöd, ey, weil du mit all deinen Viechern stärker bist als ich, kann ich im Kampf eigentlich nichts reißen. Das du musst ist, das über Geschwindigkeit machen. Hat man ja gesehen, wie gut das funktioniert. Ja, das war Würfelglück. Oder Glück, oder wie du immer sagen möchtest. So, mein Gutterrunner versucht da erstmal aus deiner Zone rauszukommen. Ja. Super. Ja, ja, das funktioniert doch schon mal. Schupp. So, und dann geht der 1, 2, 3. 1, 2, hier. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis da. 9. 8, 9. Und versucht dann noch zwei weitere Felder. Ja. 1. Und legt sich auf die Fresse. Super! Und damit ist quasi mein Zug vorbei und du bist dann... Tudum. Nein. Dann machen wir nochmal den Rüstungswurf, weil er sich ja voll auf den Bart gelegt. Und den musst du doch eigentlich machen, oder nicht? Ja, aber du hast jetzt... Komm, warte. Ja. Siehst du? Das hat ja nur 6 sein können. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu Ox. Nein. Doch. Nein, Skaven. Dennis? Was kommt jetzt? Sauber. Box. Ja, bevor ich das gleich wieder vergesse, ne? Ja. Ja. Schade. Steh auf. Bleibt auch die 1 Bewegung mit ihm. Mit ihm kloppe ich auf ihn drauf. Mhm. Stärke 4. Also 2 Würfel. Der hat Ausweichen, ne? Mhm, der hat Blocken. Ja, ach, er ist ein Blitzer. Ah, dann kloppe ich ihn um, dann kloppe ich ihn um, dann kloppe ich ihn um. Gesicht nach oben. Mhm. Ja, kleiner. Auf die Rüstung. Nee. Er kloppt auf ihn. Mhm. Durch ihn noch einen dabei. 2. Ich nehme Überhol. Scheiße. Ich schieb ihn hier hin. Mhm. Zieh mit ihm auch nach. Hau mit ihm. Oh ne, der kriegt ja. Ach, schade. Ja. Ist kein Bonus, ist gleiche Stärke. Einwürfe. Ich klopfe auch mit ihm auf ihm. Mhm. Das ist plus 1. Mach Pow. Weil ich mit ihm gekloppt habe, klopfe ich ihn dahin. Mhm. Ziehe nach. Mhm. Mhm. Korrekt. 10. Zumindest sind schon mal Rüstung durchschlagen. Ungünstig. Und 7. Schade. Er ist auf 8. Ja, deswegen der bleibt liegen. So, der Black Orc hat eine Bewegung von... Ist kein Black Orc. Klar ist ein Black Orc. Das ist kein Black Orc. Das ist dein Black Orc und das ist dein Black Orc. Ach, schade. Das ist ein normaler Line. Ist noch besser. 1, 2, 3, 4. Und Aktion für Blitzen. Ich blitze ihn. Mhm. Mhm. Die haben eine Stärke 2. Hast du da nicht... Ja, dann habe ich Stärke 4. Dann kriegst du sogar noch einen Würfel mehr. Genau. Super. Dreimal Push. Ich push ihn hier hin. Mhm. Und klopp mit dem Blitzer auf ihn drauf. Ich nehme das Symbol. Weil dann gehen sie beide auf Gesicht. Nein, ich habe Blocken. Das ist blöd. Pow. Das ist blöd, das ist super. Das ist schlecht. Super. 6, das ist schlecht. 6, warte mal, ich guck mal eben. Rüstung, ne, der hat auch Rüstung 7. Also. Das lebt ja gar nicht so. Das lebt ja gar nicht so. 1, 2, wer hat überhaupt der 2, 5, 3, 4, 5. Gehe ich mit dem 2 hier hin. Mhm. Mit dem Schwarzorg diesmal. Ja, hau ich drauf. Habe Stärke 4. Aber nur 2 Würfel. Genau. Hab ich doch nur. Ja, ich sag doch nichts, nur 2 Würfel. Und ich nehme. Heißt ein Blitzer, ne? Ja, der hat Block. Also gehe ich auf Schnauze. Sehr schön. Mich zu ihm dafür einmal. Nö, ja, 9. Verdammt.
Das wäre jetzt schön gewesen. Ich drehe mal meine eben um. Mhm. Und dann, ja. Skaven. Skaven. Ich hätte mir den einen doch aufstehen sollen da hinten, jetzt habe ich den liegen lassen. Nein. Egal. Egal. Egal, so Skaven. Ja, die ganze Ratte ist dran. Ja. In Voraussicht hat der Tom sofort schon mal auf Zug 3 gelegt. Selbstverständlich, immer. Ja, immer. Ja, das doch, muss doch. Ja, ja, ja. So, ich stehe erstmal auf. Hier, der dreht sich aufs Gesicht. Der dreht sich vom Gesicht weg. Der lacht. Ja, das ist korrekt. Korrekt. Dann. Der steht noch andersrum, weil den hast du noch nicht benutzt. Korrekt. Der steht auch. Ne, den habe ich gerade gesehen. Dem wollte ich aufstehen. Genau. Ja. Und blitzen lassen. Ja. Also er blitzt. Ja. Und. Zwei Würfel. Gleiche Stärke. Ein Würfel. Tackle-Zone von mir noch mit drauf. Ach ja, scheiße, stimmt. Ah, deswegen wollte ich da eigentlich ja nichts gemacht haben. Ich nehme Push. Sehr schön. Dann pushe ich dich mal in diese Richtung und rutsche mal hinterher. Dann drehen wir den um. Genau, sehr gut. Hier stehe ich auch einfach erstmal drauf. Klatsche damit. Na, gehst du in diese Richtung. Er klatscht gegen dich. Gegen mich. Mhm. Da nehme ich einen Team Reroll. Ja, ist noch. Super. Das ist von beide klatschen um, er klatscht sich selber um. Läuft. Ja, dann kommen wir wieder zu Ochse. Ochse. Du dürftest ja noch einen Rüstungswurf machen. Ach, stimmt. Oh, super. Darf ich auch noch. Ja. Wenn schon, verlieren dann mit Ehre. Sieben. Sieben. Bringt mir nichts. Das ist, passt genau. Ja, dann kommen wir jetzt zu Orks. Mein Schwarzorg steht auf. Mein Lineman steht auf. So. 1, 2. Bleibt da. Warte mal, habe ich eh nicht. Ne, habe ich auch nicht mehr. Ne, ich wollte nicht angreifen. Ich dachte, ich könnte dadurch auf dann 3 Würfel kommen, aber ich käme trotzdem noch auf 2, weil ich dann plus 1 auf Stärke wäre bei 5 und du hast 3. Das ist korrekt. Ich versuche auch mit ihm ihn anzugreifen, also mit dem Schwarzorg. Jawohl. Hat zwar Ausweichen, wird eigentlich trotzdem einer hinten geschoben, ne? Der hat kein Ausweichen. Das heißt, der Blitzer. Ich vertue mich mit deinen Blitzern und mit deinen anderen Schattenläufern, wie das auch heißen. Gutterrunner. Ja, aber ich kloppe ihn darüber. Yay. Also heißt, ein Rüstungswurf geht sofort durch? Du kannst jetzt wunden. Deswegen, Rüstungswurf muss ich nicht würfeln, sondern Funden. 10. 10 ist K.O. oder tot oder verletzt oder. Tot. Einfach mal außer Feld. Der kommt nicht mehr wieder. Finde ich gut. Das ist echt, ja. Ich gehe mit ihm ein Feld zurück. Mhm. Mit ihm auf ihn. Mhm. Also mit meinem Blitzer. Macht's pow. Und klopp ihn rüber. Stopp. Ja. Rüstung durch. Und 9. Super, so machen die Orks richtig Spaß. Ja. So gefallen die. Auslegungssache. Ich finde die Auslegung gerade ganz gut. 1, 2, 3, 4, bleib hier. 4, bleib hier. Genau. So, ich mit ihm, ich krieg plus 1 auf Stärke. Ja, King of Rhymes ist in the house. Ich krieg plus 1 auf Stärke, hab deswegen 2 Würfel. Mach. Pow. Ach, schade. Klopp mit ihm auf ihm drauf. Mhm. Auch wieder mit 2. Die haben Skaven. Ich nehme meinen letzten Reroll. Ach. Ich schieb ihn an rüber. Drücke nach. So. 1, 2, 3. Versuchen wir mal aufzunehmen. Der Swore hat eine Geschicklichkeit von 3, also auf die 4. Dank Ballgefühl. Reroll. Tadam! Und jetzt dürfen wir aber dreimal. Jetzt dürfen wir dreimal scattern. Ach komm, machen wir so, so. Dann gucken wir. Da. 8er Würfel. Ja.
7 ist einmal hoch. 1 ist einmal da. Und 1 ist einmal da. Kann der da aber liegen bleiben? Nein. Nee, der kommt doch zu deinem Feld. Er hat ja da. Ja, gelegen. Aber da kann der auch nicht, oder? Du kannst direkt versuchen, den aufzunehmen. Aha, das soll mit dem Ohr klappen, das sehe ich schon. Auch Geschicklichkeit, also auf die 4. Natürlich nicht. Und dann scattert er. Wo habe ich meinen grünen Würfel? Ah, da. Ja. Einmal komplett vergessen noch, dass der springt von dem Lineman. Mhm. 5. Ja, jetzt sind wir genauso weit. Springt er jetzt? Darf er fangen? Ja, weil er liegt auf dem Boden. Genau. Stimmt, dann springt er weiter. Das heißt, er springt weiter. Also. 4. Wieder zu dir zurück. Oh, cool. Das heißt, du kannst wieder versuchen, den zu fangen. Was ein Mist, ey. Ja! 6. Geschnappt. Und das heißt, es ist kein Turnover, habe ich gerade erfahren. Richtig. Richtig. Und der hat sich noch nicht bewegt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Touchdown! Ox, 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 ox. Ja, dann, die Orks haben einen Touchdown. Bujaka! Verrückter Scheiß. Ja, kannst du mal sehen. Hier, nix. Gave, Touchdown. Ja, Zug 3. Touchdown. Bam. Alter Schwede. Ja, so denn. Geht gleich weiter, ne? Ja. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Ja, vorher mit nur aufstellen. Ja. Und aha. Und stoßen würfeln. Und würfeln. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Tom, mal. Was ist gerade passiert? Scheiße ist gerade. Dennis, möchtest du das mal mit deinen Worten? Erst nachdem Tom jetzt eine 1 und eine 2 gerollt hat. Okay. Roll eine 1 und eine 2. Danach der Freund. Zufrieden. 2. Okay. Oh. Immerhin, der kommt wieder. Die erste 6 hast du verknallt. Ja. Kamera nicht an, er schmeißt schon mal für holen. Ja. Ja, gut, aber andererseits, der zweite Wurf wäre dann ja so oder so verkackt gewesen. Ja, ne? Vielleicht wäre das auch die andere 6 gewesen. Vielleicht würde der Kamera einfach nur sagen: Pech gehabt. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, dann startest du erstmal mit 10. Nee, warum? Ich hab doch hier noch einen. Ja, Rassmann. Aber da 2 fehlen und es waren 12. Achso, ja, stimmt. Blöd. Naja. Jetzt stellen wir erstmal in Ruhe unsere Teams auf und dann kommen wir zu 4. Der Steven. Anstoß der Orks. Ox, 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 Ox. Ich kick den hier hin. Ja, schmeiß irgendwie hin und dann. So, ja, komm, schmeiß du. Ich hab jetzt gerade wieder. Keine Ahnung, wo ich meinen Würfel hab. Oh, da, ja. 1. Ja, ne, in die Richtung geht er und jetzt W6. Genau. Nein. Sag ich doch. So. Dann kommen wir jetzt zu Scam, Zug 4. Okay. Gut, dann will mein Blitzer ihnen direkt mal eins aufs Gesicht kriegen, kriegt plus 1 durch meinen Gutterrunner. Und da er blocken hat. Meiner hat nicht blocken. Ja, aber meiner. Ja, also ich wollte gesagt, du hättest meiner. Nee. Klopp ich den mal in diese Richtung um, rutsche direkt mal schön nach und trete dann auch noch hinterher. Das ja. Ist schon mal sehr schön. Ja, guck mal. So muss das. Das war jetzt 11, ne? Das war eine 11. Ach Mann, jetzt habe ich auch schon probiert. Ne, eine 9. Der ist nur. Genau, leider. 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 Gut. Nein. Dann ist das schon mal sehr schön. Der haben wir dann. Mein kleiner Freund hier vorne geht hier rüber, versucht den Ball aufzunehmen, hat einen Geschicklichkeitswert von 3, also auf die 4. 4 plus, beziehungsweise beim auf Ball aufnehmen auf die 3. Ja. Sehr schön, ja. Mit dem richtigen Würfel macht es auch Sinn. Ist aufgenommen, das ist schon mal sehr schön. Und dann... Kannst du noch weiter bewegen. Ja. Zwei Felder habe ich mich mit dem bewegt. Und ich glaube, aufnehmen ist auch einer. Aufnehmen ist auch einer, also 7 Mana. Ich kann mich nur 4 Felder bewegen. Also 1, 2, 3, 4. Sind wir darüber. Dann versuchen wir doch mal einen Pass zu werfen. Sind weiter nach rechts, weiter nach rechts. Genau, auf Modell. Was? Muss da, genau. Ja. Bin ich hier in der Mitte unter dem Blood Bowl-Symbol? Ja. Ja, und dann werfe ich mal den Pass.